Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich durfte kürzlich ein Interview machen mit einer Dame, die sich seit 53 Jahren um die Haarpracht, um die Haare kümmert und besorgt ist, dass das gut wächst, dass wir keinen Haarausfall haben, dass es richtig ordentlich geschnitten wird. Und sie hat uns sehr vieles Interessantes gesagt und wo die Sendung vorbei war, haben wir mal über das Färben geredet und dann habe ich spontan gesagt, nein, das müssen wir unbedingt auch noch in die Kamera bringen zu Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Also es geht darum, ist Haare färben gesund, schädlich, sehr schädlich? Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Deshalb begrüße ich ganz herzlich meinen Gast Iris Weber. Ganz herzlich willkommen. Danke für die Fortführung. Sehr gerne. Ja. Also bitte erzähl mir etwas über die Haare färben, weil ich habe auch eine Tochter, die färbt sich da ein bisschen die Haare. Ich finde es cool, es sieht nett aus, aber ich möchte natürlich wissen, was tut sie da? Ist es gesund, schlimm, nicht so schlimm? Bitte. Also gut, schlimm ist es auf gar keinen Fall, aber es ist einfach fürs Haar eine Fremdbehandlung. Und das müssen wir ganz deutlich unterscheiden. Färbt sich ein Jugendlicher, Jugendliche, also Männer wie Frauen, ich muss mal kurz hier abklopfen, oder sind es diese Haarfärbegründe, weil die Haare weiß werden? So. Oder vielleicht dann auch, wenn zu viel zu dunkel gefärbt wird. So. Mhm. Also als erstes mal sind Haare Lichtleiter und das ist biologisch nachweisbar. Die Haare leiten Licht, so wie unser Hautlicht leitet, wie das Auge ein Lichtleiter ist. Und alles, was ein Lichtleiter ist, hat jetzt von Natur aus eine Farbe bekommen von uns. Ja. So, und ich sehe die Situation so, dass wir diese Farbe als unseren persönlichen Filter bekommen, so wie die Augenfarbe. So. Wenn wir wechseln ganz früh als Säugling die Augenfarbe nochmal, später eigentlich nimmer, außer ich habe einmal gehört, dass bei Schizophrenen, wenn die von einem Zustand in den anderen wechseln, wechseln die Augenfarbe mit. Das konnte ich aber nirgends mehr belegen. Mhm. Aber daraufhin kam ich auf die Idee und sage, was wechseln wir denn, wenn wir die Haarfarbe wechseln? So. Wir werden auf jeden Fall ein anderes Bild nach außen geben, als das, was wir sind. Und meine ganze Philosophie geht erstmal dorthin, dass ich sage, die Haare drücken unser Wesensbild aus, mit der Form im Wesentlichen und natürlich auch mit der Farbe. Und ich nehme als Vergleich die Fahne, also wenn ich bei unseren Parteien jetzt, die rote, die grüne, die schwarze, ne, da weiß jeder, was gemeint ist, wir nehmen eben auch Farbe zur Identifizierung. Und wenn ich, so wie ich bin, zu Mausgrau, zu Asche, ja, meine Farbe, die sieht noch nichts gleich. Jetzt sind wir auch wieder im jugendlichen Bereich, vor allen Dingen, was so mittelblond ist, mittelblond oder dunkelblond. Das ist oft nicht so dramatisch, das ist nicht so wirkungsvoll, vermeintlich, ja. Dann haben natürlich auch, das muss ich einflechten, die Haare werden in der Qualität ja seit Jahrzehnten immer schlechter. Und dann sind die lasch, müde, matt, haben keine eigene Ausstrahlung, keinen Glanz und dann greift man zur Farbtube. So, verändere ich jetzt die Farbe, verändere ich natürlich den Lichtfilter. Das ist so, wie ich setze jetzt eine gelbe oder eine grüne Brille auf, dann mache ich eine Therapie sogar schon. Und wenn ich die Haarfarbe verändere, mache ich in Anführungszeichen auch eine Therapie. Ob die immer so richtig ist, ist die Frage. So, das ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Aber jetzt wollen wir es nochmal gliedern. Es ist für mich ein Unterschied, ob junge Leute sich die Haare färben. Grün, gelb, rot, strähnig, was auch immer. Oder runterrasiert oder irgendwelche verrückte Frisuren machen. Das ist immer noch besser, wie sie machen das auf der Haut oder sie ritzen oder sie machen Giftzufuhr oder Rauch oder Rauschgift oder sonst irgendwas. Es ist immer der Ausdruck, so wie ich bin, bin ich jetzt irgendwie nicht schön genug, nicht gut genug oder ich möchte etwas anderes darstellen. Ich möchte mich ausprobieren. Mhm. Ja, das geht ja dann im schlimmsten Fall bis zur Sucht. Mhm. So. Jetzt ist das Haarfärben natürlich eine sehr dezente Art von sich ausprobieren und infolgedessen kann ich auch sagen, ja, dann färb ruhig. Das halten die Haare auch aus. Wir haben das systemisch aufgestellt, wir haben das über Remote Viewing fragen lassen. Die Haare sagen, ja, wenn es zu diesem Zweck ist, dass ein junger Mensch oder vielleicht auch ein mittelalterlicher Mensch sagt, ich will mich jetzt probieren und nimm das für seine Psyche, ist das in Ordnung? Die halten das eine Weile aus, aber dann wollen sie von dieser Aufgabe auch wieder befreit werden. Sprich aufhören. Jetzt, wenn man das mal angefangen hat, dann sieht man immer den Nachwuchs und dann sieht man immer nur das erste matte Stück, weil das Haar fängt ja eher an zu glänzen, wenn es ein bisschen länger ist. Und dann sagt man, ja, also so kann ich nicht rumlaufen. Und dann ist man in dieser Prozedur gefangen.
Jetzt haben wir das Thema gerade gehabt. Also die Haare von deiner Tochter sind aufgehellt und ich habe gesagt, das ist die harmloseste Art von Haarfärbung. Da haben die meisten aber Angst, ja, Wasserstoff, sondern da wird Farbe entnommen. Das schadet zwar der Haarstruktur, einigermaßen schon, aber wenn ich die Haare dunkler färbe, als sie von Natur aus sind, also zeitlang war es Mode, die junge Leute, vor allen Dingen Blonde, haben sich schwarz-blau-schwarz gefärbt, ja, dann verringere ich die Lichtaufnahme dramatisch, ja, und auch die Stoffwechselzufuhr. Also die Durchblutung, das hat eine direkte Auswirkung. Also wir haben das so oft erlebt, dass die Mädels Haarausfall kriegten, teilweise Akne hier runter, so, und dass die Haarfarbe wurde weggelassen, die kriegt man ja nicht wieder raus, sondern muss man rauswachsen lassen und es war wieder besser. Ja, das geht bis, also schwarz ist einfach depressiv. Und so. Wenn man aufhält, nimmt man den Farbstoff raus? Und dann nehme ich den Farbstoff raus, ja, ich mache es heller, so. Das kann der Körper besser vertragen. Das haben wir sogar zeitweise als Therapie angesetzt. Ja? Blonde Strähne auf entsprechende Reflexzone gesetzt. Ja? Oder auch mit farbige Strähne. Das ist mir aber jetzt zu mühsam. Und es gibt viel einfachere Wege, sei es jetzt mit Magnetfeld oder einfach bessere Behandlung oder einfach sich dessen bewusst werden, dass man das annimmt, was man hat. Aber schwierig wird es, wenn die, vor allen Dingen die Frauen weiß werden, die grauen Haare. Und da kann ich oftmal nur wirklich mich wundern bei den Männern. Du hast auch diese schöne graue Schläfe, die bewundert man immer noch. Wenn der Mann die Haare färbt, wird er ausgelacht. Naja, also jetzt mal so, ne? Was macht denn der da? Ne? So. Und die Frauen haben immer noch Mühe und auch die junge Frau, die ja immer sehr viel früher grau werden. Da kam jetzt eine Studie raus, dass es mit Stress zusammenhängt. Da brauche ich keine Studie, das ist eigentlich nachvollziehbar. Weil der Körper holt sich über das weiße Haar einfach mehr Licht. Er braucht mehr Licht. Ach. Logisch. Oder? So. Also wenn alles dunkler wird, wenn der Zwischenzellwasser verschlackt ist oder auch dunkler im Fühlen, ja, also wir haben viele Junge, die ja auch schon, wie soll ich sagen, Tranquilizer, also Auffrischer nehmen oder Stimulationen, so, dann geht dieses Licht, diese Lichtaufnahme wird praktisch vermindert, ja, und dann habe ich erst recht meinen Haarausfall. Dann sind wir wieder beim Haarausfall. Und dann haben wir ganz viele Fälle, wenn die Frau kommt in meinem Alter, also ich bin 67 und ich trage meine weiße Haare mit Stolz. Also ich sage, früher habe ich die auch gefärbt, knallrot, das war gut. Da war auch von mir nur ein ganz anderes Bewusstsein da. Und wir lassen die Haarfarbe weg. Also die müssen dann ja schon überwiegend chemisch färben, weil die Pflanzenhaarfarbe deckt es dann nicht mehr im gewünschten Maß. Ja. Und dann lässt der Haarausfall nach. Das ist bei gefärbtem Haar. Also, liebe Zuschauer, das kann ich wirklich sagen. Wenn ihr eigentlich so 40, 50, 60 oder mehr Prozent weiß seid, habt Haarausfall und Kopfhautprobleme und ihr färbt die Haare dunkler wie blond und habt Haarausfall, Haarfarbe weg, rauswachsen lassen, wird es von sich aus schon um 3 Umdrehungen besser. Weil, das Licht nicht mehr durchgeht. Wenn das Ganze jetzt, was auch noch Langmode war für Frauen in meinem Alter, da hat man dieses so Mahagoni-Violett gefärbt. Dann haben wir noch einen Blauton drin. Dann kommt die Farbtherapie zum Tragen. Dann verlangsamt der Blauton den Stoffwechsel. Dann haben wir Violett-Therapie. So. Und deshalb, selbst mit Pflanzenfarbe kommt oft dann der Ruf, dass man sagt, ja, wir gehen auf Pflanzenfarbe über. Sollte es wirklich eine reine Pflanzenfarbe sein, dann kann man mit der reinen Pflanzenfarbe ja auch nicht so dunkel färben. Jetzt haben wir aber auch noch solche gemischte Produkte am Markt, die haben synthetische Anteile, also vorgefertigte dunkle Pigmente. Und da erreicht man erstaunlicherweise oft eine Abdeckung von bis zur Tonhöhe hellbraun oder so. Und auch diese Prozedur ist, wenn man sie weglässt, wird der Haarausfall besser. Mein Appell an die Frauen, besinnt euch auf euer Frausein und nehmt eure weiße Haare als Belohnung eigentlich, als diese geniale Reaktion vom Körper, dass er sagt, ich mache hier und zwar auch jetzt noch genau in den Reflexzone. Dann hat man ja oft da oben so wie so ein Stern, nennt man das dann. Also hier habe ich dann Eisträne, die wird weiß, genau an dieser Stelle, ne, wo das oberste Chakra sitzt. Ja, warum? Ja. Oder ich werde an die Seite weiß. Da kann man dann auch von der Reflexzone her sagen, okay, wo ist das geschehen? Oder hier an die Ecke. Dann mache ich nur hier weiß. So. Man kann das ja auch als Diagnose nehmen.
Ja, so. Also lasst eure Haare ihre Arbeit tun. Sie tun es für euch. Sie helfen euch. Mhm. Das ist mein Appell da dran. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe mir jedes graue Haar hart verdient und bin stolz darüber, dass ich die habe. Haare, jetzt, wenn sie grau sind, speziell wenn die jungen Leute schon damit konfrontiert werden, da kenne ich ja auch so Leute, wirklich mit 25 oder mit 30 Jahren passiert das. Ist das wie immer stressbedingt? Naja, der Stress macht dann ja halt, dass die Blutgefäße sich zuzieht, ja, so, und dann habe ich weniger Durchblutung. Mhm. Der Stress geht auf die Leber, auf die Niere. Die Leber ist zuständig für die Pigmentproduktion, ja, so. Ja, ich finde, natürlich, es ist ja auch ein Stück weit die Frage, wie reagiert mein Körper? Der eine reagiert mit Grauwerder, der andere reagiert mit empfindlichen Zähnen und der andere hat ein anderes Problem. Mhm. So. Mhm. Aber wenn er denn so reagiert, ist es eine Funktion, also ich bin jetzt kein Biowissenschaftler, aber aus meiner Beobachtung und aus meiner Wahrnehmung, so, warum soll der Körper die natürliche Haarfarbe wegmachen und jetzt plötzlich ein Haar bildet, das kein Pigment mehr hat? Ja, gesteuert durch die Leber, durch die Enzyme, das kann man biologisch natürlich alles erforschen. Aber mich interessiert immer die Wesentliche, also was macht es emotional, was macht es mit mir? So, ich muss hingucken. Das ist wie eine weiße Fahne. Und dann, wenn man so ein weißes Haar mal hernimmt oder mit weißem Haar in die Sonne steht, dann sieht man, dass diese weißen Haare nicht weiß sind und auch nicht grau sind. Das entsteht ja nur durch die Spiegelung mit dem noch vorhandenen Naturhaar, dass es grau aussieht. Aber das weiße Haar ist ein Prisma. Und dann sagt meine Logik, wenn ich ein Prisma habe, um den Farbstrahl aufzuspalten in die ganze Farbpalette des Sonnenlichts, dann kann das ja nicht eigentlich nur die Lösung sei, dass der Körper sagt, ich möchte jetzt bitte das ganze Spektrum vom Sonnenlicht und nicht mehr durch meine Naturfarbe gefiltert. Und vielleicht kommt daher auch der Spruch, weiße Haare sind bei weißen Menschen, ja, also weiß ist weiße. Und die werden ja auch heute noch im Theater so dargestellt, der Priester hat weiße Haare, ja, so. Dass es den Sinn und Zweck hat, die Weisheit, also diese Informationsfähigkeit, die der Mensch aufnehmen kann. Wir nehmen über die Haare kosmische Energie auf, über die Schädeldecke, über die Haut, sowieso, als Spirale, als Körper, mit der Wirbelsäule, mit allem, was wir an Spirale haben. So. Und dieser Spiralaufbau vom Haar innen ist der Lichtleiter. Und wenn jetzt hier das ganze Spektrum vom Sonnenlicht wieder reinkommt, jetzt hat mein Körper die Auswahl, die volle Auswahl zu nehmen, was er braucht. Und vorher war ich eingeschränkt, weil ich rothaarig, blond oder wie auch immer war. Ja, da hat er mich quasi in eine Ecke gestellt. Das ist eine Interpretation von mir, dass er sagt, du möchtest bitte in dieser Filterung funktionieren. Ich empfinde es wie eine Reife, dass er mir jetzt zutraut, dass ich diese ganze Spektrumpalette ausnutzt. Toll, tolle Argumentation, ganz großartig. Danke vielmals, super. Gehen wir aber nochmals in die Färberei rein. Du hast gesagt, es gibt natürliche Färbungsmittel und eben chemische. Ich habe mal gelesen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, dass wenn man chemisch die Haare färbt, dass es relativ schnell dann wirklich in den Körper eindringt, diese chemischen Stoffe. Anscheinend nach 4 Stunden im das Urin stimmt. Nachweisbar. Oh, ich bin gerade dabei, deshalb tränt auch mein Auge, weil ich mein Leber entgifte gerade. Weil ich ja natürlich in den 53 Jahren, früher hat man ohne Handschuh geschafft und alles und viel gefärbt, weil ich glaube, dass ich viel von den Stoffen drin habe, ja, noch, und das habe ich auch mal bestätigt gekriegt und ich möchte die wieder loshaben. Also mit Sicherheit alles, was in der Kopfhaut ist, man denke nur an ein Hormonpflaster, das nehme ich auf den Po, dann habe ich das Hormon, was sogar die Empfängnis verhütet oder die Hormone wiederherstellt. Man muss sich dessen bewusst sein, was ich mir auf die Kopfhaut mache, habe ich im Körper. Aber ganz sofort. So. Und deshalb nochmal der Appell, also auch bei den Produkten, die man zum Waschen, zum Körperwaschen, Deos, hat sich jetzt rumgesprochen, mal ohne Aluminium und so weiter. Alles, was ich auf den Körper bringe, bitte ohne chemische Zusätze. Und da wird es schwierig, weil die Masse der Produkte hat irgendwelche Konservierungsmittel. Und wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir mit Produkten arbeiten können. Also jetzt, was Reinigung und Pflege anbelangt,
die ganz ohne Konservierungsmittel auskommt. Und diese natürlichen Färbungsmittel, halten die auch so lange, wie man es gerne vom Chemischen sagt? Leider halten die länger, als man will, weil wenn man sich mit Pflanzenfarbe die Haare rot färbt, geht es nie wieder raus. Das kriegt man nicht raus, das muss rauswachsen. Muss rauswachsen? Ah ja, das ist ja auch cool, oder? Wenn man es macht, dann... Das hat man für eine Weile. Gut. So. Und dort hat es keine Chemie drin, nichts drin, was letztendlich in meinem Organismus letztendlich ins Blut geht, in den Urin geht und. Naja, was also schädlicher Natur wäre. Diese Pflanzenstoffe werden sicher auch reingehen, wie bei einer Moorpackung. Das geht ja auch rein und reinigt. Ja. Und wenn die Pflanzenfarbe sauber hergestellt ist, und da gibt es sicher welche auf dem Markt, also wir schaffen da auch mit welche, weil wir färben auch, obwohl wir immer empfehlen und sagen, lass es weg, willst du es wirklich? Wir versuchen den Mensch dann von seiner jetzigen Situation in eine bessere, in Anführungszeichen, zu bringen, dass er aufs Färben verzichten kann. Aber um die Menschen erstmal eine Weile begleiten zu können, machen wir die Farbe. Aber wir fangen an, es mit ihnen zu reduzieren. So. Und es gibt Pflanzenfarbe, die nicht reingehen. Und es gibt vor allen Dingen die Blond, also die Blondierung, vor der man so Angst hat, die geht nicht rein. Ja. Die Blondierung, also die mit Wasserstoffsuperoxid und Alkalität. Das hat meine Tochter. Deshalb sage ich, das ist weniger schädlich, das geht nicht in den Körper rein, das geht raus, macht das Haar halt kaputt, wenn man zu viel macht, ja. Aber ich habe es nicht im Körper. Wasserstoffsuperoxid ist kein Problem, das Alkali weicht auf, aber geht nicht rein. Sondern. Und das ist das Problem bei den neuen Farben, die chemischen Farben, die werden als besonders schonend dargestellt, weil sie auf der sauren Basis sind, also auch die mit H2O2 gemischten chemischen Farben, aber da wird es ja noch schlimmer. Die Pigmente sind immer kleiner. Mhm. Früher brauchte man diese Alkalität, um das Haar aufzuquellen, dass die Pigmente eindringen konnten. Heute geht es auf saurer Basis. Warum? Weil die Pigmente kleiner sind, was natürlich dann auch super schnell in die Haut geht. Wenn es schneller ins Haar geht, geht es auch schneller in den Körper. So. Und wie gesagt, diese gemischten Pflanzenfarben mit synthetischem Zusatz, die sind auch sauer, zack, im Körper. Haben wir drin. Deshalb sollte man sich auch die ganze Tätowiererei überlegen. Macht jetzt nicht so viel Sinn. Und die Pflanzenfarbe, die reine Pflanzenfarbe, wird auch sauer angemacht, kommt ja oft auch noch Essig dazu rein. Geht sicher auch in den Körper, aber wenn ich dann lese, was da dazu genommen wird, sei es jetzt Walnussblätter oder was auch immer, das ist jetzt mal erstmal nicht schädlich. So, es ist nur einfach dann halt, dass ich zu dem, was ich bin, nicht stehe. Hab's verstanden. Gut, man darf auch ein bisschen mit der Mode gehen, die jungen Leute finden das großartig. Aber in dem Fall lieber mit weiß machen oder blond machen, als dunklen Farben zu arbeiten. Es wäre einfach sinnvoller und schöner oder gesünder für unseren Körper. Auf jeden Fall. Gut. Und zu den grauen Haaren sollten wir stehen, weil wir haben es verdient. Und es ist nicht umsonst, dass wir einfach durch ein graues Haar viel, viel mehr Farbspektrum bekommen dürfen, die unser Körper anscheinend auch braucht. Sonst hätte er es nicht gemacht. Das ist meine Philosophie, dass ich sage, nichts ist ohne Sinn. So. Ich hatte nämlich auf der anderen Seite auch schon gehört, das sind vielleicht auch Mangelerscheinungen, dass das Haar grau wird, weil er zu wenig Energie hat oder zu wenig Kraft hat oder zu wenig Nährstoffe hat. Das ist nicht korrekt. Doch, natürlich. Auch korrekt. Ja klar, also wenn der Körper im Mangel ist, wenn er im Stress ist, ist er im Mangel, dann versorgt er sich schlechter, sei es durch die gestörte Mikrozirkulation, sei es durch die schlechte Ernährung, also all das, was wir beim Haarausfall auch haben. Natürlich ist es ein Mangel. Deshalb ist es ja zunehmend. Wir haben immer mehr junge Leute, die graue Haare kriegen. Das war früher vielleicht ab 40 mal so. Ja? Okay. Also es geht ja früher, so wie der Haarausfall. Also dieser Körperverbrauch ist halt deutlich stärker. Ja? So. Das heißt, wir haben ja auch Kinder, die kommen, die haben nicht mehr diese dicke Haare wie die Kinder vor 40 Jahren oder 50 Jahren, die ich kenne. Ja? Ja, ja. So. Ja, wenn man nur schon mal ein Afrikaner kriegt, da zum Beispiel die Haare grau, das ist unglaublich, oder? Gut, das ist wieder was ganz anderes, weil das sind ganz andere Haare. Also das kann man jetzt so nicht vergleichen. Die haben relativ wenig Haar pro Quadratzentimeter, sondern die machen so viel her, weil sie so dick sind und so aufquellet. Ah. So. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel. Also wir Europäer oder alle, die eigentlich dieses geschwungene, wellenartige Haar haben, wir haben eine ganz andere Haarqualität und ich meine, jetzt könnten wir weiter philosophieren über die Anlage, warum haben die dann dieses nekroide Haar, nennt man das, das ja gar nicht diese Zeichnung macht wie unsere Haare. Das ist wie Wolle. Und man könnte jetzt darüber spekulieren, ob das dann so ist, dass die viel mehr Frisuren
einflechten oder auch da kommt ja diese Tätowierung her. Mhm. Also ich habe eine ganz andere Kultur in der Zeichnung hineinmachen wie bei uns. Mhm. Und wir haben dieses Haar, das diese Zeichnung mitbringt. Super. Jetzt mache ich mal etwas, was ich noch nie gemacht habe und frage mal die Regie. Dort sitzt nämlich meine Tochter, die hat sich die Haare auch ein bisschen gefärbt. Und frage mal die Regie. Regie, gibt es da noch irgendwelche Fragen an die Fachfrau, wenn sie schon da ist? Wenn man jetzt Haare bleicht und nachher tönt sozusagen, dann habe ich das irgendwie so gelernt, dass bleicht tut man sozusagen die Haare auseinander aufspalten und die Farbe geht dann in diese Spalten rein und füllt wie das Haar wieder auf. Habe ich das so richtig aufgenommen und kann das sein, dass das Haar dadurch noch viel mehr verletzt wird? Ja, natürlich quillt das Haar beim Bleichen auf und die andere Farbe, die ich dann drüber mache, geht tiefer rein. Das ist ja eher dann nur das größere Übel, weil wenn die andere Farbe synthetischer Natur ist, dann habe ich in meinem Haar noch viel mehr synthetische Stoffe, als ich eigentlich haben will. Und dann taucht die Frage auf, wie gut hält diese Farbe da drin? Wäscht die sich wieder raus, weil das blondierte Haar ja in seiner Funktion von Schließer irgendwie ziemlich lasch wird. Mhm. Also blondiertes Haar, das man wieder einfärbt, verliert sehr schnell auch diese Pigmente. Mhm. Da wäre man dann besser dran, man würde nur eine Spülung nehmen, eine Tonspülung oder sowas nehmen, dass sich das an dem Haar wieder ansaugt. Aber wenn man dann mit synthetischer Farbe drüber geht, also mit mineralölhaltige Sache, dann habe ich noch mehr Kunststoff im Haar. Mhm. Und das ist ja auch ein Punkt, warum wir sagen, färb bitte die Haare nicht mit irgendwelchen Kunststoffzusätzen. Ja, und die sind in alle Haarfarben drin, außer in reiner Pflanzenfarbe. Weil das Haar möchte ja ein Leiter sein. Und wenn ich Kabel mit synthetischen Stoffen quasi isoliere, ja, geht nichts mehr. Dann geht nichts mehr. Das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum der Follikel sich nicht mehr so ernährt, warum das Haar, oft dieses dunkel schwarz gefärbte Haar, das ist wie lasch, das ist wie tot. Also ich habe nicht alles verstanden, es übersteigt mich ein bisschen. In der Regie war die Frage jetzt beantwortet. Ja. Oh, und zufrieden, keine Frage mehr? Nein, ich bin ziemlich zufrieden. Und du hast jetzt alle Argumente, um der Mama immer wieder zu sagen, du, das, was ich mache, ist okay? Argument wurden aufgenommen und zum Gegenangriff bin ich bereit. Wunderbar, super. Perfekt. Dann haben wir es geklärt. Danke ganz herzlich, liebe Iris. Ich finde das mega spannend, jetzt über dieses Thema natürlich geredet zu haben, denn man sieht ja alles Mögliche heutzutage da draußen herumlaufen an Farbpracht. Nichts ist mehr irgendwie so von Natur her gegeben, wie es so manchmal sein sollte. Grau ist gut, haben wir gehört. Grau ist ein Prisma. Wir sollten stolz sein, wenn wir ein bisschen graue Haare haben, aber auch immer wieder hinterfragen, warum ist es passiert? Ist es jetzt nur, weil wir mehr Energien brauchen und oder ist es wegen einer Erschöpfung, also vom Stress her, vom ja, dass das alles zusammenspielt, haben wir heute auch gehört. Natürliche Färbungsmittel weniger schlimm, als wenn man es mit chemischen Mitteln agieren tut. Und das am Schluss mit der Tochter habe ich überhaupt nicht verstanden. Muss ich ja auch nicht alles. Aber in dem Sinn hoffe ich, dass Ihnen diese Sendung ganz wertvolle Inputs gegeben hat und dass Sie auch dann die Leute weitertragen, die mit Färbungen arbeiten oder mit Färbungen selber arbeiten, für sich selber was Gutes tun wollen oder eben nicht Gutes tun. Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen miteinander.